Das erste Glied in der Kette ist Diego Angeles. Er war der älteste der drei Söhne des legendären Rimtech-Gründers Icarus Angeles. Sein ausgeprägter Ehrgeiz, seine absolute Hingabe zu Rimtech und sein starker Sinn für Familienehre brachten ihn schnell ganz nach oben. Nach dem Überfall von Milagro und dem Verschwinden von Jonas und Stephen begann die Corponation-Allianz auseinanderzufallen. Rimtech musste sein Gebiet gegen Übergriffe der anderen Corponations verteidigen. Der zuständige Oberbefehlshaber für Taktik, CTO Hansen, versetzte die gesamten Rimtech-Einheiten in Alarmzustand und gab seine neuen Befehle an die Truppenkommandeure. Die Aufgaben für Diego waren einfach. Er wurde in einen anderen Sektor des Hedorf-Hauptplaneten gebeamt und sollte dort eine Basis für Combat-Ersatzteile und Fertigung errichten. Sobald sie funktionsfähig war, sollte er 2 Combots für die Bewachung der Basis herstellen. Kampf auf Oberfläche. Fahrzeug fertiggestellt. Fahrzeug fertiggestellt. Energie ist niedrig. Aufbau beendet. Fahrzeug fertiggestellt.
Fahrzeug fertiggestellt. Kombo-Teil fertig. Fahrzeug fertiggestellt. Energie ist niedrig. Kombo-Teil fertig. Fertiggestellt. Kombo-Teil fertig. Aufbau beendet. Fahrzeug fertiggestellt. Kombordherstellung möglich. Energie ist niedrig. Teil fertig. Aufbau beendet. Fahrzeug fertiggestellt. Kombo-Teil fertig. Fahrzeug fertiggestellt. Fahrzeug fertiggestellt. Kombo-Teil fertig. Fahrzeug fertiggestellt. Fahrzeug fertiggestellt.
Kombo-Herstellung möglich. Energiebank voll. Kampf auf Oberfläche. Thank you.
Einsatz beendet. Diego wurde erst richtig bewusst, wie sehr er sich auf seine Brüder, insbesondere auf Jonas, den Zweitältesten, verlassen hatte, als er ohne sie in den Kampf ziehen musste. Sie fehlten ihm außerordentlich. Er drängte CTO Hansen, ihm den besten verfügbaren Piloten als Ersatz für Jonas zuzuweisen.